Zurück, die zweite Halbzeit aus Dortmund. Österreich führt mit 2:0 gegen die Griechen. Griechenland muss jetzt etwas mehr machen in der zweiten Halbzeit. Das war viel zu wenig in Halbzeit 1. 2:0, das geht völlig in Ordnung. Viele Chancen für Arnautović, Hanik und Co. Und das erste Foul an Junuzovic. Salpingidis wird eingewechselt für Samaras. Korrektur, der griechische, der beste Spieler wohl bei Griechenland, kommt auf den Platz. Baumgartlinger schießt am Tor vorbei. Salpingidis, der als nicht ganz fit galt, wird eingewechselt, wo es fast zu spät ist. Natürlich haben sie noch Chancen. Und sie haben auch genügend Zeit, um zwei Tore zu zielen. Die Frage ist, ob das machbar ist. Die griechische Mannschaft mit wenig Aktion. Mitroglou. Vielleicht können sie das Unmögliche noch wahr machen. Karagounis. Abstoß. Sparabei von Karagounis. Konnte nicht viel anderes machen. Junuzovic. Und Nines. Jetzt zusammen mit Salpingidis, eigentlich Nines der Salpingidis-Ersatz. Salpingidis jetzt auf links, Nines rechts. Das kann passen. Katsouranes. Hingeblieben nochmal Maniatis und Österreich haben bei Baumgartlinger. Nachdem Kavlak da leichte Probleme hatte. Baumgartlinger. Hanik. Garic. Nochmal Baumgartlinger raus. Auf Garic. Nächste Ecke. Und jetzt ist wieder Alarmstufe im griechischen Strafraum. Eins haben sie kassiert. Fuchs. Erneut. Ungefährlich. Nochmal Fuchs. Nochmal Arnautović. Und Sifakis ist da. Stark gemacht vom griechischen Keeper. Nines. Karagounis, jetzt versuchen sie mit Salpingidis da vorne zu spielen. Katsouranis, mal der Fernschuss. Ohne große Gefahr. Es war mutig, darauf zu ziehen. Warum nicht? Sowas hat schon mal funktioniert. Wir erinnern uns im ersten Spiel England gegen Österreich vom englischen Kapitän Gerrard, der ähnliches gemacht hat. Der Ball hat richtig gesessen. Das 1:0, das erste Tor für England, die ja morgen gegen Schottland spielen. Keine leichte Aufgabe, aber durchaus machbar. Mitroglou mit Karagounis hätte man mehr was machen können. Sie nutzen die Chancen, die sie jetzt bekommen, wirklich nicht gut aus. Der Ball war meterweit übers Tor. Gratzai musste bislang wenig machen. Zweite Halbzeit für Gratzai noch entspannter als die erste. Und den Griechen läuft die Zeit davon. Österreich weiterhin souverän. Etwas zwar jetzt nachgelassen, aber bei zwei Toren kann man das machen. Einwurf Österreich, nächster Fehler der Griechen. Fuchs. Den hat er noch mit Schana. Kavlak. Langer Ball auf Hanik. Nochmal Martin Hanik. Freistoß für Österreich. Foul von Papadopoulos an Hanik. Und Arnautović. Ungefährlich der Ball. Nächste Ecke, dritte für die Österreicher. Arnautović, den sie immer wieder suchen nach Ecken. Diesmal weit übers Tor. Beim 1:0 hat es geklappt. Da hat man zwar Hanik gesucht. Der zweite Ball, das war zwar keine Ecke, aber ebenfalls eine hohe Reingabe. Also da müssen die Griechen besser aufpassen, dass sie Arnautović und Hanik gerade in den Kopfballduellen besser unter Kontrolle kriegen.
20 Minuten verbleiben ihnen. Das wird eine knappe Sache. Österreich sieht bislang souverän aus. Harnik. Steht keiner. Trotzdem holt nochmal eine Ecke raus. Erster Wechsel. Korkmaz für Kavlak. Und Ecke Fuchs. Wieder Arnautovic. Harnik. Artistisch. Ohne Erfolg. Abstoß Sifakis. 15 Minuten, das werden die Griechen vermutlich nicht mehr schaffen. Und dann reihen sie sich ein in die unglücklichen Achtelfinalteilnehmer. Zusammen mit Polen, zusammen mit Dänemark und zusammen mit Norwegen, die ja heute Nachmittag verloren haben gegen Israel. Nines attackiert von Fuchs. Nochmal Fuchs. Und das ist wieder gefährlich. Wenn das sitzt, Arnautovic. Jawohl. Und das ist die endgültige Entscheidung. Österreich gewinnt dieses Spiel. Und daran sind vor allem drei Spieler maßgeblich daran beteiligt. Fuchs. Christian Fuchs, der die Flanken geschlagen hat. Arnautovic. Und Harnik. Und das ist richtig knapp gewesen. Arnautovic kretscht da rein. Will irgendwie an den Ball. Und dann kullert er ins Tor. Wird unhaltbar für Sifakis, weil er selber nicht so gewollt war. Also denke ich, dass der nicht so gewollt war. Wenn das gewollt war, dann ziehe ich meinen Hut. Arnautovic, schau nochmal, geht da ran. Na, der warf vielleicht sogar darauf aus. Sifakis müsste die Beine lang machen. Dann hätte er den gehabt. Kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das ist eine Bewegung rauszukommen. Da kann man wenig dran ändern. Kolevas für Savellas. Griechenland wird es nicht mehr schaffen. Da wage ich mich festzulegen. Auch wenn Manchester City und Manchester United es durchaus mal geschafft haben, in der Nachspielzeit ein Spiel zu drehen. Wir erinnern uns traurig an das Champions League Finale 99 gegen Bayern München. Als Bayern vorne lag und dann das Spiel in der Nachspielzeit aus den Händen gegeben hat. 2 Jahre später ja dann die Champions League gewonnen. Manchester City ja gerade erst in diesem Jahr im letzten Spiel gegen die Queen's Park Rangers. Wo man hinten lag, einen Sieg brauchte und damit in den letzten Minuten das Spiel drehte und Manchester United den Titel aus der Hand nahm. Nochmal die Chance für Griechenland. Karagounis, Mitroglou, wenn der zählt, dann ist das der Ehrentreffer für Griechenland. Mitroglou nicht im Abseits. Ein Abstauber vom griechischen Stürmer. Österreich spielt also nicht ohne Gegentor. Schauen wir nochmal hin, was da los war. Wieder war Salpingidis an dem Tor. Der schießt drauf, der Ball war abgefälscht. Und Mitroglou nutzt das. Ehrentreffer für die griechische Mannschaft. Übrigens Karagounis war das, der darauf geschossen hat. Der Kapitän. Dann sehen wir es, wie Mitroglou den noch unhaltbar macht für Christian Gratzai. Der seinen Kasten also nicht ganz sauber hält. Ändert nichts daran. Österreich weiterhin mit 2 Toren vorne. Das Gegentor wird dieses Spiel vermutlich nicht mehr drehen können. Salpingidis, dafür kommt es etwas zu spät. Allgemein machen die Griechen noch nicht den Eindruck, als könnten sie hier jetzt noch 2 weitere reinhauen. Das wäre die Sensation. Die hat Rumänien geschafft gegen Schweden. 2:0. Der Schweden noch aufgeholt. Zwar nur zum 2:2 in der Gruppenphase. Die Nachspielzeit läuft. Griechenland wird nicht Manchester United oder die Manchester City Spieler nachmachen. Dazu reicht ihnen heute das nicht aus. Arnautovic nochmal vom Tor. Letzte gute Aktion des Marco Arnautovic, der vermutlich
mit seiner Mannschaft in einem Jahr wieder zu sehen ist. Es ist damit Schluss. Österreich gewinnt nach einer überzeugenden Leistung mit 3:1. Ein Schönheitsfehler mit dem einen Gegentor. Ansonsten ein sehr einseitiges Spiel. Zum Schluss haben die Österreicher etwas abgebaut, muss man so sagen. Das Gegentor gibt ihnen nochmal etwas mit, nämlich dass man ein Spiel über 90 Minuten durchspielen muss. Aber das tun sie wahrscheinlich, wenn sie 1:0 vorne liegen. Beispiel gegen Schweden in der letzten Minute ja erst das wichtige Tor geschossen. Morgen dann Deutschland gegen Russland, das Viertelfinale aus Düsseldorf. Und davor das andere, da wird der deutsche Gegner gesucht, sollte Deutschland weiterkommen. England gegen Schottland, eine machbare Aufgabe für England. Schottland trotzdem nicht zu unterschätzen, haben immerhin die Polen aus dem Turnier geworfen und ein 1:1 gegen Spanien gespielt. Siege gegen die Schweiz und gegen Slowenien, die sind nicht zu unterschätzen. England natürlich trotzdem der Favorit. Wir verabschieden uns aus Dortmund mit dem Tor von Mitroglou. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.